Hallo, hier ist Silke. Heute möchte ich euch mal zeigen, was man mit einem Blumenkohl Tolles machen kann. Also eigentlich mag ich den Blumenkohl so auch wie Brokkoli am liebsten pur essen. Einfach so die Blätter ab und wenn sie noch richtig schön grün sind, ja, das geht hier noch, dann kann man das Grün auch mitessen. Wie gesagt, ich mag es am liebsten pur. Brokkoli, Blumenkohl, sehr lecker. Wenn ich jetzt jedoch irgendwo eingeladen bin, und nehme mir irgendwas mit. Zum Beispiel setze mich da mit einem Blumenkohl hin, da werde ich dann eher bemitleidet. Also keiner hat dann Interesse, von meinem Blumenkohl zu probieren. Die meisten denken, das schmeckt mir nicht roh, esse ich so nicht. Und da will ich euch heute einfach mal ein Rezept für Blumenkohl zeigen. Das ist ein so eine Art indischer Blumenkohlsalat. Den kann man halt gut zubereiten und irgendwo mit hinnehmen. Und dann probieren es die Normalköstler garantiert und die meisten, das war bis jetzt meine Erfahrung, mögen das dann auch sehr und sind ganz überrascht, wie gut ihnen Blumenkohl in diesem Rezept schmeckt. So, ich habe da schon, ich mag aber nicht so ewig lange Rezeptvideos, deswegen habe ich schon ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich einen Blumenkohl in dieser Größe genommen und habe die Hälfte davon so klein geschnitten. Kann man das sehen? Ja. So klein geschnitten. Das kommt in eine Schüssel rein. So. Die andere Hälfte von Blumenkohl habe ich mit so einer, mit diesem groberen Teil der Reibe so grob geraspelt. Das kommt auch mit hier rein. So. Und dann habe ich gestern Abend noch Mandeln und Rosinen eingeweicht. Also es hat ein Rezept. Je nach Bedarf, also ich habe da jetzt nicht genau eine Mengenangabe, ich nehme einfach eine Schüssel, so eine, und schütte da einfach Mandeln und Rosinen rein, Wasser dazu und lasse es über Nacht einweichen. Also das ist je nach Belieben, wie viel Mandeln oder Rosinen ihr nehmt. Die Mandeln, die sind eingeweicht, die habe ich jetzt schon in so kleine Stücke geschnitten, die kommen noch mit dazu. Die Rosinen auch, die schütte ich jetzt hier mit in die Schale. Dann kommen da noch ran zwei Bananen. Die werde ich jetzt noch schnell klein schneiden, in kleine Stücke. So, genau, also Blumenkohl, eingeweichte Mandeln, Rosinen und schöne reife Bananen. Das ist ganz wichtig, die werden dann einfach, die schneide ich dann einfach in Scheiben. Und dann schneide ich die Scheiben auch nochmal klein. Bananen, auch manche nehmen lieber nur eine Banane, manche zwei, drei. Das ist halt ganz persönlich mal am besten, wie man das gerne mag. Soll ja auch nur so eine Anregung sein, wie ich das jetzt hier zubereite. So, dann noch die zweite Banane schnell. So. Zack. Zack. So. Ich die Bananen klein geschnitten. Die kommen dann mit hier rein in die Schüssel. Zum Brett. So. So. Jetzt der Löffel hier. Die Schale. Jetzt vermische ich das nochmal. Blumenkohl mit den Mandeln, den Rosinen, den Bananen. Und jetzt kommt das Wichtigste, nämlich die Soße. Und für diese Soße weißes Mandelpüree. Mandelpüree in Rohkostqualität. Also dieses Rezept ist schon ziemlich alt. Das habe ich schon vor 10, 11 Jahren gemacht. In den ersten Rohkostphasen. Und damals gab es so ein Mandelpüree in Rohkostqualität nicht. Also nicht, dass ich hätte nicht gewusst, wo ich das hätte kaufen oder bestellen sollen. Damals habe ich einfach das weiße Mandelmus aus dem DM genommen oder aus dem Bioladen. Und das wird ja aus blanchierten Mandeln hergestellt und ich weiß es nicht, in irgendeinem Druckpressverfahren, wie auch immer. Und das Mandelmus damals hatte definitiv wahrscheinlich keine Rohkostqualität. Aber ich habe es halt trotzdem genommen. Und wer dieses Mandelpüree da nicht rankommt oder sich das nicht erst bestellen will, das ist ja auch ziemlich preisintensiv, der nimmt halt einfach
Weißes, so ein kleines Glas weißes Mandelmus aus dem DM oder aus dem Bioladen. So, dann nehme ich jetzt 2 Esslöffel. Fülle ich ja. Also das kann man am besten, so eine Soße kann man am besten mit einem Blender mixen. Ich fülle hier einfach 2 Esslöffel Mandelmus hier rein. Nehme ich das Einweichwasser von den Rosinen. Das ist jetzt nicht mehr so viel. Das sind wahrscheinlich 3-4 Esslöffel. 2, 3, 4. Genau, 4 Esslöffel Einweichwasser von den Rosinen. Dann kommt noch ein bisschen Öl ran. Ich nehme auch manchmal Kokosöl. Das ist halt etwas geschmacksneutraler als dieses Leinöl. Davon mache ich jetzt einen Teelöffel noch ran. Das hat ja auch so eine nussige, leicht bittere Note, deswegen nicht so viel. Wie gesagt, oft nehme ich auch Kokosöl. Dann kommt da ran ein Teelöffel Curry. Der ist ziemlich scharf. Der ist noch aus Tansania. Den nehme ich mal lieber ein bisschen weniger. So. Kommt also ein, je nach Belieben, manche, die es schärfer mögen, machen immer auch 2 Teelöffel Curry rein. Und dann noch Kurkuma. Das ist wichtig, damit die Soße so eine schöne gelbe Farbe hat, dass das nicht irgendwie so grau aussieht. Ne? Der Curry, im Curry sind ja, ist ja auch schon Kurkuma, aber mit dem Kurkuma färbt es noch ein bisschen besser. So, dann kommt noch 1/2 Teelöffel Paprika edelsüß rein. So edelsüßer Paprika. Zack. So, dann kommt noch 1/2 Teelöffel Sojasauce rein. Oder ein bisschen Sojasauce. Genau, das habe ich jetzt hier. Und noch 1/2 Teelöffel Kräutersalz. Das habe ich hier von Rapunzel. Das nehme ich eigentlich sonst nicht. Ich brauche ja eigentlich gar kein Salz, wenig Salz. Das habe ich aber noch da und deswegen kommt das jetzt hier noch ran. Einen halben Teelöffel. So. Zack. Genau. Zum Schluss drauf. Und dann wird das jetzt erstmal die Soße gemixt. Schütteln, weil ich jetzt dieses Mandelmus so unten so abgesetzt habe, das unten ist. So. 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 Ich will noch mal kurz schauen. Jetzt bei der Mandelmus fast alles ist unten, das Mandelmus etwas fester. Das klebt natürlich jetzt hier unten. Habe ich diese Curry-Soße sozusagen gemischt. Die kommt jetzt hier einfach darüber. So. Kann das gut sehen? Ja. Kann man sehen. So. Ist ja auch noch. Genau. Jetzt vergessen den Becher. Ist auch noch was. Keine kostbare Soße verschwenden mit diesem kostbaren Mandelpüree. So. Jetzt wird das noch schön vermischt. Es kann auch ein bisschen gut durchziehen. Also man kann den auch guten Abend vorher machen, wenn man weiß, man geht am nächsten Tag irgendwo hin. Man kann sich den auch gut mitnehmen irgendwo hin. Hält sich gut im Kühlschrank 1-2 Tage. So. Genau. Genau, jetzt ist er fertig. So sieht er aus.
dieser indische Blumenkohlsalat mit Blumenkohl, Mandeln, Rosinen, Bananen und einer Currysoße. Also wie gesagt, bis jetzt kam dieser Salat immer sehr gut an. Es hat auch mal eine gute Variante, Leuten zu zeigen, dass es auch Rohkost. Wir essen nicht, also es muss nicht alles nur pur sein, obwohl es natürlich das Beste ist. Je länger man Rohkost macht, umso feiner wird der Geschmack. Und man liebt es, die Dinge einfach pur und roh zu essen. Ne? Man braucht dann überhaupt nicht. In der Übergangsphase macht man sich viel mehr Gourmet-Rohkostrezepte oder probiert viel aus und macht sich Salate mit Öl und Salz und so weiter. Aber je mehr man dann so fortschreitet in seiner Entwicklung, in seiner Ernährungsentwicklung, umso einfacher werden dann auch die Mahlzeiten, umso purer isst man Obst und Gemüse auch. Also ich merke das gerade selber, zum Beispiel bei Früchten, dass ich lieber Früchte momentan mono esse, also zum Beispiel 3 Äpfel, dann lasse ich, gibt es eine Pause, wenn ich wieder Hunger habe, esse ich 3 Kakis oder so und das kommt mir total gut. Also je einfacher, umso besser. Okay, in dem Sinne, bis bald. Ciao.